Willkommen zurück bei Paladok. Wir waren hier Mitte des Waldes des Todes hängen geblieben. Und ich kann mich noch gut entsinnen, wir hatten noch ein Geld, das aber nicht reicht. Aber ich glaube, ich musste irgendwas wieder umändern. Ring der Erfahrung, Ring des Geldes. Nö, ist doch alles gut. Wir können mal weitermachen. Ich dachte, das habe ich vergessen. Ich bin immer noch ein bisschen an die Couch, Bett gefesselt einigermaßen. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach noch ein bisschen auf, dann habe ich ein bisschen Vorrat, wenn ich dann wieder kann. Also wieder normal arbeiten kann. Ich hoffe doch, ich kann es morgen schon wieder. Ich versuche es dann einfach mal. Wenn es nicht geht, dann lasse ich mich einfach nochmal krank schreiben. Ui, die hauen aber ganz schön zu. Geld, Geld. Quatsch, nicht Geld. Essen, 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 Essen. Los, Boxkampf. Autsch. Oh, falsche Taste, ich wollte L. Hoppla. Nehmen wir mal ein paar Bogenschützen mit. Mehr von meinen Känguru-Superschuhs. Eigentlich wollte ich einen Affen dazu, aber den brauche ich eigentlich gar nicht. Aber beträchtlich viele. Und ein Großteil ist tot. Könnte noch ein paar Bogenschützen gebrauchen. Jedenfalls wollte ich das nächste Spiel vorbereiten fürs Let's Play. Und da habe ich jetzt mal die schöne Musik wieder gehört, die ich als Kind schon gehört habe. Oh, das ist so schön. Wenn man solche Sachen dann plötzlich wieder in die Hand nimmt und installiert. Und ich habe auch ein Spiel gefunden, was ich schon gesucht habe. Das eigentlich nicht dahin gehört, wo ich es einsortiert habe, aber ist ja auch egal. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls Spiele, die man als Kind schon geliebt hat. Ist einfach herrlich, wenn man die mal wieder in die Hand kriegt. Leider läuft's nicht. Sonst hätte ich heute am liebsten schon mal wieder eine kleine Aufnahme versucht bei dem Spiel, aber muss ich mal schauen. Und ich musste auch das Spiel jetzt mehrfach neu anfangen, aus dem einfachen Grund, weil... Ja, wie soll ich sagen? Die Audiodatei anfangs nicht so war, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ui, die sind aber groß. Die sind aber groß. Viele große. Oh, aber das schaffen sie trotzdem nicht mehr. Dafür müsste ich hier schon zu viel haben. Uns werden ja nicht weniger, wir kriegen ja immer mehr und noch ein Meteor. Und kaputt. Basis zerstört. Und noch ein hüpfendes Känguru, wie süß. Ich möchte übrigens gerade allen danken, die finden, dass meine Videos gut sind, weil ich hatte heute wieder jemanden, der mir geschrieben hat, ich mache gute Videos und müsste eigentlich mehr Anerkennung bekommen. Natürlich müsste ich mehr Anerkennung bekommen. Nein, war ein Witz. Also Anerkennung ist jetzt nicht so wichtig, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn mehr Leute meine Videos sehen, weil ich bemühe mich eigentlich schon, dass ich sie recht ordentlich hinkriege und dass ich die Spiele auch so abbilde, wie sie sind. Also ich beschönige jetzt ja auch nichts, wenn ich Bugs finde, dann sind die halt da. Daneben. Ach, die können daneben schlagen, ist ja interessant. Daneben. Oh, der hat getroffen. So, mal sehen. Die sehen sehr feindselig aus. Oh. Sind aber ziemlich stark. Oh Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst, so ein Mist. Ach. Aber wir haben doch dieses leckere Fleisch. Ist das Fleisch, dann geht's dir besser, Paladok. Ah. Ja, sie haben meinen Vater und meine Mutter entführt. Ist doch egal.
Werde erwachsen, kleiner Wurm. Das meine ich genauso, wie ich sage. Ich zeig's dir. Kann ich nicht einfach so mit der Faust eins verkümmeln? Nehmen wir mal zwei davon, vielleicht kommen wir da besser. Ey, wieso wird er trotzdem getroffen? Schnauze! Mehr essen? Ah, Mist, die Schildkröte hat's erwischt. Oh, es drängt sie zurück. Ich könnte jetzt eigentlich aber noch so einen kleinen Affen wiederholen, weil ich die Affen eigentlich mag. Ein Affen? Aber nur einen. Hm, die Schildkröte macht's auch nicht mehr lange. Bräuchte ich eine neue. Aber erst noch ein Meteor. Ach, da kommt ja noch eine. Praktisch. Ich könnte noch ein paar Bogenschützen machen. Wo bleibt eigentlich der Affe? Los, Jim! Da kommt er ja. Kleiner Pirat. Sehr gut, Äffchen. Und noch eine Schildkröte. Noch ein paar Nahkämpfer und ich sollte jetzt ein bisschen Mana sparen, weil das Ding bald halt kaputt ist. Ach, eins können wir reinhauen. Oh, sehr gut. Und wie ihr seht, Mana füllt sich jetzt mittlerweile schon sehr gut auf. Am besten machen wir Essen draus. Aus dem Mana, denn für was anderes können wir es gerade nicht gebrauchen. Okay, wenn jetzt noch ein, zwei rauskommen, muss ich ein Level aufsteigen. Maximales Leben erhöhen. Größere Aura. Schnellere Einheiten produzieren. Ich glaube, ich nehme jetzt eine Aura-Größe. Schnellere Einheiten produzieren ist auf jeden Fall auch demnächst wichtig für uns. Oh, das war zu früh. Egal. Meteor. Meteor. Jetzt sterben die ersten von uns wieder. Das macht aber gar nichts. Wir haben nämlich Meteor. Los, Meteor. Meteor. Komm schon, Meteor. Ah, nicht mehr notwendig gewesen. Ah, uns fehlt noch ein ganz klein bisschen Geld. Obwohl. Wir können den Elite-Rhino freischalten. Der schwere Soldat. Bla bla bla. Greift mit seinem Morgenstern an. In der Aura nimmt er sein Horn und wirft die Gegner um. Wichtig. Mehr Erfahrung, mehr Geld, das finde ich gut. Jetzt kommt wieder was Besonderes. Ach, ist das Wagenverteidigung? Ach nee, das ist ja noch schlimmer. Oh Gott, wie ich die Mission hasse. Aber jetzt könnten wir vielleicht ein paar Rhinos kriegen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gegen Einzelne geht das. Das hebe ich mir auf jeden Fall auf. Los! Immer drauf achten, was man bekommt. Eine Schildkröte. Naja, die sind jetzt, sag mal, mäßig nützlich hier. Unnütz sind sie natürlich nicht.
Eine blaue. Die hat bestimmt Gefrierbrand oder so. Ich werde mal die stärker. Frier sie ein. Ja, den heb ich mir auch auf. Blitz brauchen wir später noch. Das Problem ist, ich kann das nur in einem gewissen Radius nutzen. Gut, alles in der 8 wird automatisch verbraucht. Was in die 8 kommt, wird automatisch genutzt. Sehr nützlich. Das ist wenigstens bis hinter. Jetzt hätte ich gern mehr Einheiten und zum Schluss braucht man dann haufenweise... haufenweise Zauber. Problem ist natürlich auch, wir können jetzt unseren besten Bonus nicht ausnutzen, wir können die nicht heilen und auch nicht verstärken. Weil die einfach so weit vorne sind. Eingefroren. Vollkommen verschwendet. Ja, das ist recht nutzlos. Oh, ein Affe, wie toll. Und jetzt geht's richtig los. Oh, ich sollte meinen Mund nicht so weit aufreißen, aber es sieht noch ganz okay aus. Ah, das sieht man erst, wenn es rückwärts geht. Ich sehe ja nicht, wie viele Gegner da jetzt vor uns sind. Finde ich blöd, dass es bloß bis davor geht. Ach, das ist wieder so ein scheiß Kürbiskopf. Komm, das schafft ihr. Jetzt kriege ich eigentlich so viele Kängurus. Doch, das ist gewonnen. Och, das war ja ganz gut. Vielleicht sind die Kängurus einfach schon zu stark gelevelt. Als nächstes brauchen wir 210.000. Oh, wie? Den mag ich. Juhu! Da hat er sich gefreut, der kleine, die kleine Apfelmade. Oh, Tocke! Muss mal kurz was gucken. Läuft. Läuft. Könnte ich anfangs nichts machen. Gucken, was kommt. Mal sehen, was danach kommt. Mach sie fertig. Ui. Ein echter Frankenstein-Mann. Holen wir jetzt mal so ein schönes Rhino. Ein Battle-Rhino. Ui, das... Da kommt er ja. Ich muss das jetzt alleine packen. Und den hat er umgeschmissen. Nein, diese... Die Nozerasse sind schon ziemlich stark. Und sie können auch diese tollen Barrikaden da hinten umwerfen. Was ein ganz, ganz großer Vorteil für uns ist. Oh, das Rhino ist, glaube ich, fast tot. Komm schon. Weg mit euch. Noch ein Rhino. Und es ist umgeworfen. Das meinte ich nämlich. Ich dachte nämlich, nur die können das umwerfen. Ich wusste nicht, dass mit genug Schaden die Kängurus das auch können. Aber es ist ja eigentlich gemein, wenn man die nicht hat. Aber so ging es mir schon mal. Und alle tot. Und noch ein Rhino. Mit einer besseren Nahrungsbündelproduktion geht das natürlich dann dementsprechend schneller.